Servus Leute, heute stelle ich euch wieder eine Taschenlampe von Olight vor. Ich habe ja letztes Mal die H2R Nova vorgestellt. Das ist diese Stirnlampe, die ich jetzt gerade trage. Heute stelle ich euch die S30R. Servus Leute, heute stelle ich euch wieder eine Taschenlampe von Olight vor. Letztes Mal habe ich ja schon die H2R Nova Stirnlampe vorgestellt. Die habe ich jetzt gerade an. Den Link zu dem Video poste ich unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich poste auch einen Link zu Olight unten in der Beschreibung. Wenn ihr auf die Webseite vom Hersteller gehen wollt, könnt ihr gerne über den Link gehen. Dann seht ihr auch, woher dieser Klick kommt. Heute stelle ich euch die S30R Barton 3 vor. Die ist ungefähr so groß wie den 500er Edding. Hier mal im Vergleich. Ist eine recht kompakte Startlampe. Ich packe euch die technischen Daten mal hier ins Bild. Im Lieferumfang ist ein Magnetladegerät enthalten, dazu noch eine Fangriemen und der Akku. Der Akku ist ein 18650 Akku. Was mir sehr gut bei dieser Lampe gefällt, ist, dass man auch bei dieser Lampe von Olight durch einfachen Tastendruck, die Taste befindet sich hier bei diesem Modell an der Seite, recht einfach die Leuchtmodi auswählen kann. Heißt, einmal drücken, schaltet den letzten Modi an, den ich gewählt habe, gedrückt halten, switcht durch die verschiedenen Helligkeitsstufen durch. Wenn ich jetzt noch einmal drücke, geht es da aus. Wenn ich jetzt lang gedrückt halte, geht es in den Moonlight-Modus, ähnlich wie die Kopflampe, die ich jetzt gerade anhabe, 0,5 Lumen. Da leuchtet die wirklich sehr lange und dieses schwache Licht reicht schon, um ein bisschen was zu finden. Und wenn man sonst ohne Licht unterwegs ist, kriegt man durch das Licht nicht direkt die Nachtsichtfähigkeit genommen. Wenn ich zweimal schnell drücke, ist volle Leuchtstufe, heißt, das ist jetzt hier der Boost-Modus. Wenn ich dreimal schnell drücke, hat man bei diesem Modell jetzt ein Stroboskop, wie man sieht. Das auch bei voller Leuchtstärke. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Klickt hier einfach unten auf Abonnieren, ihr habt mich abonniert. Und weiter geht's. Bei Lampen von Mitbewerbern hat man oft das Problem, dass wenn man die Lampe anschaltet, dass sie erstmal in der letzten Helligkeitsstufe ist, dann so hell ist, dass man geblendet wird. Da muss man sich dann angewöhnen, die Augen zuzumachen, wenn man die Lampe anmacht. Und hier hat man die coole Möglichkeit, ich gehe in den Moonlight-Modus. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Ja, sieht man. Und dann kann ich gedrückt halten und dann wird die Lampe heller, heller, heller. Also ich kann vom Dunkelsten zum Helleren die Lampe anschalten. Das ist wirklich sehr praktisch. Ansonsten, wie die Lampe sich so in Zukunft bewähren wird, wird sich zeigen. Ich werde einen schriftlichen Testbericht auf meiner Homepage dazu veröffentlichen. Da werde ich auch in zukünftigen Videos öfter mal nutzen. Jetzt aber erst beim Schwerpunkt natürlich die H2R, die ich gerade hier auf dem Kopf habe. Zu der das Video verlinke ich in der Beschreibung. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich habe jetzt das Glück, dass der Regen gerade aufgehört hat. Der Wind hat auch ein bisschen nachgelassen. Eben gerade war es hier noch echt hart am Schütten. Daher kann ich euch jetzt mal zeigen, wie weit die Lampe so leuchtet. Schauen wir mal. Die Lampe hat ein Spotlight und außenrum ein bisschen Licht, ist also kein so gleichmäßiger Lichtkegel. Die technischen Daten der Kamera gebe ich kurz durch, dass man die Helligkeit und den Lichtkegel ein bisschen besser einschätzen kann. Ich habe ein 50mm Objektiv auf einer Vollformatkamera, Blende ist bei 1,8, 30 Sekunden Belichtungszeit und ISO ist bei 12.800. Schauen wir mal. So, den Baum auf 100 Meter kann ich noch anleuchten. Ich würde auch wahrscheinlich sehen, wenn da eine Person steht. Aber alles, was jetzt bei dem Wetter über 100 Meter hinweg geht, kann man wahrscheinlich eher knicken. Dann vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.